Wer als Kurzsichtiger keine Brille tragen möchte, hatte bisher nur zwei Möglichkeiten: Kontaktlinsen oder eine Laseroperation. Neben Linsen und Laser breitet sich aber auch noch eine dritte Methode aus, die sogenannten Orthokeratologie-Linsen. Das sind Linsen, die über Nacht getragen werden und somit also eine Kurzsichtigkeit von 24 Stunden behoben wird oder innerhalb von 24 Stunden behoben wird. Es wird ganz leicht ein Druck ausgeübt auf die Hornhaut und dabei etwas das Gewebe der Hornhaut verschoben und somit eine Linse in die Hornhaut modelliert und die bleibt also dann über gewisse Stunden stabil. Getragen werden müssen die Linsen dann kontinuierlich jede Nacht und nicht jeder verträgt die Linsen. Es ist nur für einen gewissen Anteil der Klienten überhaupt möglich sowas. Es braucht bestimmte Voraussetzungen, was die Hornhautdicke, die Gewebestruktur anbelangt und auch die Kurzsichtigkeit muss zu diesem System passen. Derzeit dürfte der Preis viele Fehlsichtige noch daran hindern, sich mit der neuen Sehhilfe anzufreunden. Es ist je nachdem, es ist ganz unterschiedlich. Abhängig vom Aufwand der Anpassung, aber es spielt sich ab zwischen 600 und kann aber bis 1200 Euro gehen, sowas. Trotz des Preises gibt es auch in Vorarlberg schon viele Kurzsichtige, die die Otto-K-Linsen verwenden. Wir haben sehr viele Kunden, die sowas haben, aber man muss natürlich ganz genau mit dem Kunden abklären, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile. Es gibt nicht nur Vorteile bei solchen Linsen, also das muss im Gespräch einfach ganz genau abgeklärt werden. Für viele Leute ist es natürlich ein großer Vorteil, wenn man daran denkt, also es gibt viele Sportler zum Beispiel, für die ist es natürlich ganz eine tolle Sache. Es gibt viele Leute, die im Gastgewerbe arbeiten, verrauchte Lokale, die haben oft Probleme mit Kontaktlinsen. Leute, die viel am Computer sitzen, haben oft Probleme mit Kontaktlinsen. Und das sind alles Kunden, für die das absolut in Frage kommt.